Neugeborene mit angeborenen Fehlbildungen. Nee, und Bill Gates hat mich selbst natürlich nicht angerufen. Also wie bekommt man das? Und wie gesagt, wirklich mit viel Glück, wo sich die Lunge nicht gut entwickeln kann, weil der ganze Magen-Darm-Trakt nach oben in die Brusthöhle gelangen kann. Also man muss versuchen, immer sein Bestes zu geben. Und es funktioniert aber nicht immer. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße Sie zu einer neuen Mednight-Folge. Manchmal frage ich mich wirklich selbst, ob es ja besser wäre, wenn man nicht alles weiß und kennt, was passieren könnte. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es vielleicht genauso und deswegen könnte dieser Podcast besonders interessant jetzt für Sie sein. Denn solch ein sensibles Thema haben wir heute Abend. Manchmal, und das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, läuft eine Geburt nicht reibungslos. Und genau darum soll es heute Abend beim Mednight Video Podcast gehen. Jetzt begrüße ich aber erst einmal meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Herr Professor Sabir. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr. Als ich mir Ihren Lebenslauf angeschaut habe, da habe ich wirklich gedacht, oh Mann, krass, was der Mann alles macht, was er alles weiß, kennt, womit er sich beschäftigt. Sie arbeiten mit unseren kleinsten, jüngsten Mitmenschen zusammen und oftmals sind es Kinder, die erst knapp, ja, mehr als die Hälfte der 40 regulären Schwangerschaftswochen geschafft haben. Und diese Kinder liegen dann quasi mit in ihren Händen und ihr Arbeits- und Forschungsgebiet liegt genau in den Bereichen Frühgeburtlichkeiten und Asphyxie, also das heißt Sauerstoffmangel während oder vor der Geburt, dem Geburtsvorgang. Bevor wir gleich auf diese beiden sehr spannenden Themen näher eingehen, können Sie mir bitte einmal kurz erläutern und den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, wie sieht typischerweise Ihr Arbeitsalltag aus? Also der klinische Arbeitsalltag ist in aller Regel so, dass wir uns morgens früh treffen, zusammen und Visite machen, auf der Intensivstation. Das heißt, wir besprechen die einzelnen Patienten mit denjenigen, die die in der Nacht betreut haben und denjenigen, die die dann im Tag betreuen. Danach schauen wir eigentlich, was der Tag so bringt, also welche Herausforderungen so kommen. Das ist ja das Spannende, dass wir häufig nicht so planen, was ja eigentlich wie es so abläuft, dann treffen wir uns meistens mit den anderen Kollegen, tauschen uns aus, schauen, wo können wir uns auch miteinander helfen. Dann gehen wir meistens Mittagessen und am Nachmittag läuft das so weiter, dass wir, wie gesagt, schauen, was passiert. Die Patienten sind ja sehr dynamisch, das heißt, es wird selten langweilig und abends gehen wir dann hoffentlich zufrieden nach Hause. Ich habe ja noch einen zweiten Arbeitsalltag, wenn man das so nennen will. Das heißt, ich versuche immer noch im Labor vorbeizugucken und zu schauen, wie geht es den Leuten da, welche Herausforderungen gibt es da. Genau, das ist so der typische Tag. Und wenn Sie von sehr dynamischen Patienten und Verläufen sprechen, was sind so einmal ganz kurz und verständlich erläutert, so die typischen Krankheitsbilder von den Patientinnen und Patienten, die bei Ihnen liegen auf der Neo-Intensivstation? Vor allem die Frühgeburtlichkeit erstmal. Also Neugeborene oder Kinder, die vor der vollendeten Reifezeit geboren worden sind, sind unser Hauptarbeitsklientel, wenn man das nennen darf, also unsere Hauptpatienten. Und die sind, haben aber eine sehr große Spanne. Das heißt, wir sprechen von Kindern, die extrem früh geboren sind, extrem klein sind. Die kleinsten wiegen gerade mal so viel wie vielleicht zwei Pakete Butter oder vielleicht noch sogar ein bisschen weniger. Und dann haben wir in der Uniklinik in Bonn einen großen Schwerpunkt auf Neugeborene mit angeborenen Fehlbildungen, wo wir sehr spezialisiert sind und das natürlich zum Teil sehr schwer kranke Patienten sind, also Kinder mit angeborener Zwerchfellhernie, also die so ein Loch im Zwerchfell haben, intrauterin, wo sich die Lunge nicht gut entwickeln kann, weil der ganze Magen-Darm-Trakt nach oben in die Brusthöhle gelangen kann. Und die nach der Geburt eben sehr, sehr krank sind und das maximale Intensivmanagement brauchen, das die moderne Medizin so zu bieten hat. Wir gehen jetzt auch gleich noch genau tiefer da rein, werden auch medizinischer. Mich interessiert wirklich noch ganz brennend einmal, ja, was ist für Sie persönlich das Schönste an Ihrer Arbeit, genau an dieser Arbeit mit den kleinen Patienten? Also, ich bin ja Kinderarzt geworden aus einer Motivation, weil man
weil man mit sehr ehrlichen Patienten zu tun hat, erstmal in der Kinderheilkunde. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich ja manchmal aus der Motivation dahin, oh, mir tut ein bisschen was weh und so richtig kann ich es nicht greifen. Und Kinder sind einfach sehr ehrlich. Die sind krank, dann sind die krank. Und dann sind die gesund und dann sind die so schnell durch die Tür, dass man gar nicht gucken kann. Das ist natürlich in der Neonatologie nochmal ein bisschen was anderes, weil man sich nicht so aktiv mit denen unterhalten kann. Aber also für mich die Faszination, dass man ganz kleine und unreife Kinder mit modernster Maschinenmedizin behandeln kann und die Herausforderungen, die es da gibt und die Möglichkeiten, die es aber auch gibt. Und dass Kinder, die wirklich extrem unreif sind, ein ganz normales Leben vor sich haben können und wir ein aktiver Teil davon sein können. Wenn man das einmal erlebt, wundert mich eigentlich, dass sie dann kein Neonatologe geworden ist, weil das wirklich die größte Befriedigung eigentlich ist, die man so bekommen kann. Aber so eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Absolut. Und das ist vielleicht das Schöne. Was würden Sie sagen, ist vielleicht gerade das Herausfordernde auch an Ihrem Job und nicht immer alles Gold, was glänzt? Das Herausforderndste ist sicherlich, dass man muss versuchen, immer sein Bestes zu geben. Und es funktioniert aber nicht immer. Und das ist die große Herausforderung, dass man motiviert bleibt und hungrig bleibt, so ein bisschen auf darauf zu sagen, ich will Neues lernen, ich will besser werden, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, mit dem Fail des letzten Patienten zum Beispiel, sondern wir müssen als Team irgendwie verstehen, warum geht es manchen Patienten schlechter als den anderen und dann alle Kraft da reinstecken, irgendwie, wie gesagt, dass wir besser werden. Wir merken ja jetzt schon ein bisschen, es ist ein herausforderndes Thema auch. Ihr Job ist sehr herausfordernd auch. Und natürlich möchten wir mit dem Videopodcast auch keine Angst verbreiten. Und man muss auch letztlich sagen, die meisten Kinder werden gesund geboren. Aber halt leider nicht immer. Und dann kommen Sie ja genau ins Spiel, wie Sie gerade schon erläutert haben. In Deutschland, habe ich gehört, haben wir so ungefähr 800.000, 850.000 Geburten. Wie oft tritt so eine Frühgeburt auf? Wie oft tritt auch eine Frühgeburt auf, die dann ja neointensivmedizinisch relevant wird? Genau, wir haben, so wie Sie sagen, wenn wir sehr motiviert sind, 800.000 Geburten. Und die Frühgeburtlichkeitsrate auf der ganzen Welt ist ungefähr 10%. Das ist auch ganz konstant. Das heißt, wir haben so zwischen 75.000 bis 80.000 Frühgeborene im Jahr in Deutschland. Wenn man das mal so runterbricht, durch 365 teilen würde und auch durch 24 teilen würde, damit man mal weiß, wie viele Kinder werden eigentlich pro Stunde zu früh in Deutschland geboren, dann sind das gar nicht so wenige. Also dann sind das so 3 bis 4, während wir uns hier locker flockig unterhalten, die so in Deutschland jetzt zu dieser Zeit gerade zu früh geboren werden. Jetzt muss man aber so ein bisschen differenzieren, was bedeutet Frühgeburtlichkeit, und da ist die Spanne eben auch sehr groß. Rein rechnerisch und rein von der Definition sind alle Neugeborenen, die unterhalb der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche geboren werden, Frühgeborene. Das heißt, die kriegen erstmal diesen Stempel. Und jetzt geht die Spanne aber natürlich sehr weit nach unten. Das heißt, die unreifsten Kinder, die wir in Deutschland standardmäßig versorgen, sind 24 plus 0 Schwangerschaftswochen. Also muss man sich ja vorstellen, eine normale Schwangerschaft geht so 40 Wochen, also gerade ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wir versuchen sogar noch ein bisschen in den unreiferen Bereich zu gehen. Also es gibt auch Kliniken, die schon ab der 22 plus 0 Schwangerschaftswoche Kinder aktiv versorgen. Und all diese Kinder sind frühgeboren. Das heißt, zwischen, sagen wir mal, 24 plus 0 Schwangerschaftswochen bis 36 plus 6, die sind natürlich ganz andere Patienten, weil ein Kind mit jetzt 36 plus 5 Schwangerschaftswochen, wenn man das oder so kurz vor der Reifeerreichung eigentlich mich gar nicht braucht, ne, im besten Fall. Und wenn Sie mich fragen, wann müssen Kinder auf eine Intensivstation, dann würde ich denken, wahrscheinlich, wenn sie so also auf der Intensivstation vielleicht unter 32 Wochen oder unter 33 Wochen, dann haben wir so eine Intermediate Care, wo man so einen Zwischenbereich hat. Das Hauptproblem dieser Kinder ist immer so ein bisschen Wärmeregulation, weil die noch nicht so einen dicken Speckmantel haben und ihre Wärme nicht gut halten kann. Dann haben sie sehr viel praktisch, dann müssen sie sehr viel Wärme konzentrieren. Das kostet unglaublich viel Energie und es droht dann immer, dass die Blutzucker Level nach unten gehen, also die Blutzuckerwerte nach unten gehen, weil sie eben auch nicht so viel Fettspeicher haben. Und das sind so die Herausforderungen dieser Kinder, während sehr, sehr
kleine oder sehr unreife Kinder unterhalb der 33. oder 32. Woche natürlich ganz andere Probleme haben außerhalb der Wärmeregulation. Die haben die natürlich auch. Und Sie haben die Grenze erwähnt, so 24. Woche, vielleicht manche sogar 22. Was ist da so der Hauptgrund, dass man ja so viel Zeit dann doch braucht oder dass man nicht auf 20 Wochen zum Beispiel gehen kann? Die Entwicklung der Lunge ist eigentlich die Hauptchallenge. Ohne Lunge kann ich nicht atmen. Ohne Lunge kann ich praktisch den Gasaustausch nicht machen. Vorher macht das die Plazenta intrauterin. Die sorgt dafür, dass das Kind mit Sauerstoff versorgt ist, dass von der Mutter über die Nabelschnur kommt, über die Plazenta. Und sobald die Nabelschnur gekappt ist, muss das irgendwie die Lunge machen. Die meisten Leute denken, das ist das Herz, was Probleme hat. Das Herz ist eigentlich häufig wirklich kräftig und versorgt die Kinder intrauterin gut. Das geht auch mit 20 Wochen, aber die Lunge entwickelt sich aus so einem Röhrchensystem und das sind einzelne Röhrchen erstmal und wie so ein Baum, der langsam Blätter kriegt die Lunge Alveolen und ohne die Blätter geht es eben nicht. Und das ist rein von der Entwicklung eben frühestens ab der 22. Woche möglich. Interessant fand ich gerade Ihre Aussage, dass Sie gesagt haben, weltweit 10%, das heißt, es macht scheinbar keinen großen Unterschied, ob es in Deutschland ist, auf anderen Kontinenten ist und was vielleicht auch der Entwicklungsstand des Landes ist, so wie ich da raushöre. Was sind denn so die Hauptgründe für Frühgeburten? Welche davon kann man vielleicht selbst beeinflussen? Welche sind vielleicht auch Pech und nicht beeinflussbar? Ja, also dazu muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, 10% ist so die weltweite Frühgeburtlichkeitsrate und wir haben das Gefühl, es ist überall gleich. Natürlich, wenn wir in den globalen Süden gehen, in Ländern, in denen Frühgeburtlichkeit vielleicht gar nicht so aufgezeichnet wird, weil eben die Kinder auch dann, wenn das nächste Krankenhaus 300 Kilometer weit weg ist, man muss da hinlaufen, ne, im schlimmsten Fall, wenn man sich das vorstellt, jetzt in Schwarzafrika zum Beispiel, und die Wege sehr weit sind, dann wissen wir natürlich, dass die Frühgeburtenzahl wahrscheinlich höher ist, die werden nur nicht detektiert. Aber was aufgezeichnet ist, sind eben rund 10%. Die Hauptrisikofaktoren für Frühgeburtlichkeit, man kann es in drei Kompartimente unterteilen. Vielleicht die Mutter, das Kind und dann den Übergangsbereich zwischen Mutter und Kind. Und wenn wir mal an die Mutter denken, dann ist sicherlich die Infektion der Hauptgrund, warum Kinder auf der Welt zu früh geboren werden. Das heißt nicht immer, dass die Mutter schwer krank sein muss, aber wenn Keime praktisch durch die Vaginalflora zum Kind kommen können, zur Fruchthöhle kommen können, können die Fruchthöhle ärgern, ohne dass die Mutter dann krank ist, die merkt das gar nicht. Dann ist natürlich schlechte Ernährung ein großer Faktor, den die Mutter hat, sowas wie Rauchen, Alkoholkonsum, schwere körperliche Arbeit sind Risikofaktoren für eine Frühgeburtlichkeit. Wenn man jetzt an das Kind denkt, dann sind Fehlbildungen des Kindes, also wenn ein Kind sich nicht richtig gut entwickelt hat, ein Problem. Manche Kinder wachsen nicht gut intrauterin, dann sind wir in diesem Zwischenbereich, das heißt der Plazenta, also wenn der Mutterkuchen nicht gut angelegt ist, das heißt, wenn er nicht in einer guten Platzierung ist, das Kind nicht gut mit Blut und mit Nährstoffen versorgen kann, dann wächst das Kind nicht gut und dann erreicht die Plazenta dann auch so ihre Grenze und ihre Möglichkeit des Wachstums für den Fetus. Und auch hier sind Infektionen eigentlich einer der Hauptrisikofaktoren. Ich sage mal zu den Studenten oder den jungen Assistenten, egal was man gefragt wird in der Neonatologie, man kann immer sagen Infektionen. Man liegt eigentlich bei fast allen Erkrankungen, die unsere Kinder treffen, richtig, weil sie eben alles beeinflussen, was so die Frühgeburtlichkeit dann auch praktisch dann den Verlauf der Kinder beeinflussen. Und jetzt den Beitrag hören sich wahrscheinlich auch werdende Eltern an. Und wenn die genau das jetzt hören, was kann ich selbst als werdendes Elternteil oder wie kann ich das beeinflussen? Infektion, soll ich mich davor schützen? Vor was konkret? Ernährung haben Sie so schon erwähnt. Was sind vielleicht so 2, 3 konkrete Tipps, die Sie für werdende Eltern haben, um das Risiko für eine Frühgeburt zu reduzieren? Ja, also ich glaube, das, was man als ersten Tipp mal geben können, ist keine Angst zu haben, weil in den meisten Fällen kann man es nicht beeinflussen. Also gerade die Infektionen kann man in den wenigsten Situationen beeinflussen, weil sie eben die Mutter auch nicht krank machen. Die Mutter merkt das eigentlich in aller Regel gar nicht. Sie merkt dann so ein bisschen Wehentätigkeit, aber sie ist weder selbst krank, sie hat nichts gemacht. Also das heißt, sie hat sich nicht irgendwie in einem Umfeld aufgehalten, wo Leute eine Infektion hatten. Jetzt hatten wir das ja viel während Covid. Die Eltern sagen, wir müssen zu Hause bleiben. Die Frühgeburtenzahl hat sich trotzdem nicht verändert. Ja, also meistens sind es
wie gesagt, Keime aus der normalen Vaginalflora, die dann auf, warum auch immer, weil sich eben die Mischflora auch ändert und das Milieu ändert, dann eben das Kind praktisch zur Frühgeburtlichkeit drängen können. Mhm. Aber die Mutter kann nichts dagegen machen. Das, was man sicherlich machen kann und das, was man jeder Frau als Tipp geben kann, ist ein gesundes Leben zu führen. Das heißt, nicht zu rauchen. Das ist sicherlich einer der Hauptrisiko oder ein großer Faktor. Kein Alkohol zu trinken. Während der Schwangerschaft natürlich keine Drogen zu nehmen und sich relativ gesund zu ernähren. Mhm. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das A und O für eine gesunde Schwangerschaft und keine Angst vor der Frühgeburtlichkeit zu haben, denn die meisten Schwangerschaften verlaufen ja ohne die Frühgeburtlichkeit. Genau, das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu betonen. Ja, und wenn es dann aber doch zur Frühgeburt kommt, kann man sagen, oder wie ist das, können sich Frühchen normal entwickeln? Wie ist da so? Das ist ja wahrscheinlich auch immer die häufigste Frage, die dann die Eltern ihnen stellen. Was sagen sie ihnen da konkret? Können sie, auf jeden Fall. Und wir wissen das eigentlich aus großen Studien, großen Registerstudien, die gelaufen sind in verschiedenen Ländern. Gerade die Skandinavier sind ja sehr praktisch registeraffin und haben eigentlich alle Kinder sehr gut registriert. Aber auch aus dem deutschen Frühgeborenenregister in Deutschland wissen wir das, dass die Kinder sich sehr gut entwickeln können, sodass wir auch ja gar keine Angst den Eltern machen. Mhm. Es gibt eben ein paar Komplikationen, die Herausforderungen dann sind für die Kinder als auch für die Eltern. Und wir wollen es ja gar nicht schönreden. Ein Kind, das 400 Gramm wiegt und sehr, sehr unreif ist, das hat natürlich einen ganz schönen steinigen Weg erstmal vor sich. Aber dieses Kind hat auch die Möglichkeit, sich durchaus ganz normal zu entwickeln. Und wenn wir jetzt mal, die Leute wollen ja immer, oder man will ja selbst, eben auch ich selbst für mich, ja immer feste Zahlen haben. Wie ist das eigentlich? Wenn man mal jetzt sagt, jemand, der in der unterhalb der 26. Schwangerschaftswoche zum Beispiel auf die Welt gekommen ist, wie gut, und der hat sicherlich eine Chance von weit über 75-80%, sich ganz normal zu entwickeln per se. Die Frage ist eben, wie kommt er über die Stolpersteine oder wie sehr helfen wir ihm, über die Stolpersteine rüberzukommen und wie viele Komplikationen treten auch auf. Und gibt es auch sowas wie Spätfolgen, auch gerade auf Social Media höre ich das selber auch immer, man wird mit konfrontiert, vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zuhören und wissen, vor 20, 30 Jahren waren sie selbst mal ein Frühchen. Stichwort sowas wie Immunsystem, vielleicht wegen Antibiotika, Darmflora, Aufbau etc. Also weiß man da irgendwelche Daten, dass man sagt, oder Asthma vielleicht auch, in 20, 30 Jahren sind diese Erkrankungen bei jetzt Frühchen wahrscheinlicher, dass sie auftreten? Das ist ja genau, sind genau die Ängste, die ja natürlich die Eltern auch haben, wenn wir denen sagen, es läuft ja alles gut. Macht sich mal keine Sorgen, dann fangen die an zu googeln und schauen im Internet und dann hört man das. Man muss dazu sagen, ja, es gibt Risikofaktoren natürlich, dass die von jetzt Kohorten, wenn man mal 20 Jahre, 30 Jahre zurückguckt oder zum Teil auch länger zurückguckt, dass man eine höhere Vulnerabilität der Lunge zum Beispiel hat, dass man eben eher Asthma entwickeln kann. Das Immunsystem, also das heißt, dadurch, dass die Kinder ja mit dem Darm besiedelt werden, mit Nahrung, während der Darm eigentlich noch nicht reif dafür ist. Das heißt, eine sogenannte, wir nennen das Dysbiose, also das heißt, zumindest in der frühen Zeit nach der Geburt eine Fehlbesiedelung von Keimen können langfristig dazu sorgen, dass man eben auch Nahrungsmittelintoleranzen sowas entwickelt. Ein großes Thema ist natürlich Sauerstofftherapie, weil früher haben wir einfach allen Kindern 100% Sauerstoff gegeben. Die haben eine super Sättigung, werden schön rosig, die machen das gut, das Herz hat ordentlich Power. Wo wir über die Jahre oder Jahrzehnte natürlich gelernt haben, dass das totales Gift für so ein sich entwickelndes Kind ist, weil das Kind entwickelt sich eigentlich in der Mutter drin, in einem Bereich, wo ganz wenig Sauerstoff ist oder relativ wenig Sauerstoff bedarf. Und das hat natürlich auch Folgen langfristig für die Kinder, gerade was zum Beispiel die Augenentwicklung angeht, dass sie eben häufiger eine Brille brauchen oder auch eine schwere Fehlsichtigkeit entwickeln. Man muss aber sagen, dass wir natürlich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren auch unglaubliche Fortschritte gemacht haben und auch immer noch unglaubliche Fortschritte machen. Das heißt, man muss diese Register oder die alten Daten, die es natürlich gibt, wenn man die Neonatologie von 1980 mit der Neonatologie von heute vergleicht, sind das ist ein Quantensprung gewesen. Ne? Also so, dass man schlussendlich sehen muss, was passiert, aber es gibt Stolpersteine, die wir kennen und auch Fallen, die wir kennen, das heißt gerade sowas wie Sauerstofftherapie, wo wir eben lang aufpassen müssen,
Genau, und das, was wir eher jetzt so sehen in der modernen Neonatologie, würde ich mal sehen, sind schon zum Beispiel Kinder, die mal eine Konzentrationsschwierigkeit kriegen. Kinder, die vom IQ, wenn wir die testen, eigentlich, also wenn wir jetzt eine klinische Studie machen, würden wir sagen, die sind normal, also sie sind gut, aber nach hinten raus doch mal, das sind so das, was wir von den Eltern immer mal wieder auch zurückgespiegelt kriegen, ne? Wenn die Kinder sich entwickeln, älter werden, dass wir eben sehen, denen geht's gut, die können auch normal in die Schule gehen, aber die höhere Leistung, da hapert es dann eben manchmal. Wir gehen jetzt gleich noch auf das Thema Entwicklung, also Forschung, neuere Entwicklung der Neonatologie drauf ein. Kurz einmal, Herr Professor Sabe, ich stelle meinen Gästen immer 5 Fragen, die Sie einmal kurz mit Ja oder Nein beantworten. Empfehlen Sie Schwangeren eine Hausgeburt? Nein. Und könnte KI in absehbarer Zukunft die Neonatologie unterstützen? Ja. Nehmen Sie den einen oder anderen Fall Ihrer kleinen Patienten in Gedanken mit nach Hause? Ja. Würden Sie mit Ihrem Wissen heute den gleichen Beruf nochmal ausüben? Auf jeden Fall. Und werden in Deutschland ausreichend Vorsorgeuntersuchungen der Schwangerschaft angeboten, um bestmöglichen Schutz des Ungeborenen zu gewährleisten? Ja. Ja. Vielen Dank dazu. Ich habe auch in Vorbereitung auf diesen Beitrag gelesen, Bonding ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei Frühchen auch. Also der frühe Kontakt zwischen Elternteil und Frühchen, nicht nur aus medizinisch-körperlicher Sicht, sondern auch aus psychischer Sicht für die Entwicklung. Können Sie einmal kurz den Gedanken Bonding erläutern? Was bedeutet das für die Eltern? Was können Sie sich darunter vorstellen? Das Bonding bedeutet den praktisch direkten Hautkontakt, also Haut-zu-Haut-Kontakt von Neugeborenem oder Frühgeborenem und Elternteil oder im besten Fall Elternteil. Kann natürlich auch wir zwei könnten mit einem Frühgeborenen bonden. Aber im besten Fall natürlich von den frisch gewordenen Eltern. Und wir wissen, dass das Bonding ein fester Bestandteil, praktisch, wir nennen das auch Känguruen ganz häufig, ein fester Bestandteil der modernen Neonatologie ist. Und man konnte zum Beispiel eins der Hauptrisikofaktoren, warum Kinder weltweit versterben, wenn man jetzt mal die Frühgeburtlichkeit betrachtet, ist eben die fehlende Temperaturregulation. Wenn wir in den globalen Süden wieder daran denken, da sieht man, dass praktisch dieses Kangaroo Mother Care der Wärmetransfer von der Mutter auf das Frühgeborene totale Wunder bewirkt, ne? Und das in Ländern, wo es gar keine Inkubatoren gab, also gar keine so Brutkästen gibt, das natürlich total was Gutes ist. Aber das auch für uns, das heißt gerade also die Nähe Mutter-Kind, wenn man das mal misst, man sieht, die Mutter hat eine viel bessere Hormonausschüttung, die Mutter kann viel besser Muttermilch generieren, ne? Also es läuft besser, wenn man das so sagen will, auf allen Ebenen. Also es ist ein ganz fester Bestandteil und wir versuchen auch, egal, wenn die Kinder ganz, ganz klein sind, also ganz unreif sind, trotzdem so schnell wie möglich Mutter und Kind zusammenzubringen, der Vater und Kind natürlich, also und einen Haut-zu-Haut-Kontakt darzustellen. Und wir sehen manchmal, wie wundersam das wirkt, Kinder, die sehr unruhig sind, eben weil sie sich gar nicht daran gewöhnt sind, dass sie auf einmal da alleine irgendwo liegen, wenn wir der die Mutter auf die Brust legen, die beruhigen sich sofort. Das ist Wahnsinn. Also man wundert sich manchmal, die Mütter, die Känguruen manchmal bei uns da 12, 14 Stunden. Ich frage mich dann immer, ob die nicht mal auf die Toilette müssen. Dann frage ich die manchmal, dann sagen die, wir können das den ganzen Tag machen. Also schön auch zu hören, wie gerade in einer Uniklinik, Stichwort auch Gerätemedizin, Sie auch betonen und sagen, wie wichtig auch andere Aspekte ja sind. Absolut. Wenn Eltern die Nachricht bekommen oder Sie bekommen ja das mit der Frühgeburt und dann vielleicht auch, wie sich die ersten Tage entwickeln, werden Eltern bei Ihnen in der Klinik auch ja anders, vielleicht auch psychologisch mitbetreut? Wie gehen Sie damit um? Geben Sie da Ratschläge den Eltern mit? Ja, also wir haben eigene Psychologen bei uns, die eigentlich fester Bestandteil unseres Teams sind. Ja, das heißt, die Leute, die bei uns ja besonders wichtig sind, sind gar nicht die Ärzte, sondern vor allem die Pflege, und die Eltern natürlich, und dann die Psychologen sicherlich, weil es ist eine Extremsituation für alle Eltern. Und wenn man sich vorstellt, man selbst hat vielleicht Kinder oder man möchte Kinder haben und man denkt sich, ja klar, dann habe ich da irgendwie 9 Monate Zeit und nach 5 Monaten ist das vorbei und man hat noch nie vorher auch ein Frühgeborenes gesehen oder noch nie davon mit sich beschäftigt, was man ja die wenigsten auch haben, vielleicht mal im Fernsehen oder so, und man sieht das das erste Mal und die Kinder sind kleine Kämpfer, aber die sind eben auch klein. Dann ist das eine
eine totale Herausforderung. Und die Eltern suchen ja immer, oder die Mütter ganz häufig eben die Antwort bei sich und sagen, ich bin daran schuld, ne? Was natürlich eigentlich fast immer nicht stimmt, aber die brauchen oft, also die Psychologen sind ein ganz fester Bestandteil des Teams und wie gesagt auch bei uns fest integriert in unser Team. Ja, also ich kann auch nur sagen, mein Eindruck, als ich bei Ihnen auf der Station war, wo ich schon ein, zwei Mal mit durchgelaufen bin, ist für mich auch ganz anders im Vergleich zu Erwachsenen-Intensivstationen, die ich ja kenne, wo ich auch viel Zeit verbracht habe und sehe wirklich Ihre Arbeit da immer als extrem herausfordernd und für mich sozusagen ganz ungewohnt. Und man sagt ja auch absichtlich, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das ist, glaube ich, ja auch immer ganz wichtig. Sie haben über den einen Bereich jetzt gerade gesprochen, also die Zeit auf der Intensivstation, was Sie da machen. Davor haben Sie auch einmal gesagt, den Rest Ihrer Zeit verbringen Sie im Labor. Ich habe gelesen, dass Sie ein Forschungsprojekt verantworten von den weltweit bekannten Bill und Melinda Gates Stiftung. Was genau wird da gemacht in diesem Forschungsprojekt? Und auch überhaupt habe ich mich gefragt, wie bekommt man überhaupt so ein Forschungsprojekt? Bill Gates wird ja wahrscheinlich nicht bei Ihnen angerufen haben oder Sie bei ihm. Also man muss unglaublich Glück haben. Das ist, glaube ich, das erstmal das Wichtigste daran. Und Bill Gates hat mich selbst natürlich nicht angerufen. Also wie bekommt man das? Und wie gesagt, wirklich mit viel Glück. Die Gates Foundation hat keine eigenen oder ganz wenige Ausschreibungen nur. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht direkt bei denen bewerben, sondern die kommen auf einen zu, weil sie irgendwie das Thema, was man bearbeitet, spannend findet. Mhm. Oder weil sie irgendwie über andere Mitarbeiter gehört hat, dass man das, was sie interessiert, vielleicht mit denen ganz gut zusammenarbeiten kann. Und jetzt in meinem Glücksfall war es so, dass ich mich praktisch neben der klinischen Tätigkeit experimentell mit einem gewissen Thema beschäftige und das, Sie hatten es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ist der Sauerstoffmangel im Rahmen der Geburt, der Reife Neugeborene betrifft, also gar nicht Frühgeborene. Und das natürlich global einer der Hauptrisikofaktoren ist, warum Kinder versterben leider und jetzt die Gates Foundation natürlich am globalen Süden interessiert ist und wir uns experimentell damit beschäftigen, zu sagen, okay, was können wir nennen das neuroprotektive Therapien, also das Gehirn, weil das ist bei so einem Sauerstoffmangel ganz häufig betroffen und schwer geschädigt. Wie können wir was Gutes tun fürs Gehirn? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie können wir die Krankheit vielleicht besser verstehen? Wie können wir sehen, welche Zellen sind beteiligt? Wie können wir die beeinflussen? Können wir die überhaupt beeinflussen? Und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, an Therapien, die ich im Labor testen kann, wie kann man die eigentlich in die klinische Anwendung bringen? Mhm. Und da hat die Gates Foundation ein Konsortium gegründet mit verschiedenen Leuten, die sich experimentell damit beschäftigen. Und ich hatte, wie gesagt, das große Glück, ein Teil dieses Konsortiums zu sein. Und wir arbeiten ganz eng miteinander, weil wir uns, das ist, glaube ich, das Einmalige daran, weil wir uns wirklich ganz offen austauschen und voneinander lernen, voneinander auch profitieren, von den Ergebnissen der einzelnen Forschungsgruppen, wo wir ganz häufig in Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Aber das ist ein ganz anderer Ansatz und es macht viel Spaß. Und damit hoffen wir, und wir haben so ein, zwei sehr hoffnungsvolle Therapieoptionen herausgefunden, wo wir auch in anderen Laboren gesehen haben, ja, die wirken auch da, wo wir jetzt in eine klinische Testung gehen wollen, hoffentlich 2024, spätestens 2025 und in der klinischen Studie in Südafrika das umsetzen wollen. Mhm. Das ist natürlich der Ansatz, den die Gates Foundation hat, zu sagen, okay, wie können wir globale Gesundheit und jetzt in diesem speziellen Fall Neugeborenensterblichkeit reduzieren. Zusätzlich haben wir so ein klinisches Projekt von der Gates Foundation, wo wir die einmalige Möglichkeit haben, was ganz Neues zu machen und was ganz Wildes zu machen. Wir machen nämlich praktisch Bildgebung auf unserer Station, was sicherlich was Einmaliges ist und das bisher so noch nicht gegeben hat. Und auch nicht, wir sind auch die Einzigen in Deutschland, die das machen. Also mit Bildgebung meinen Sie, dass Sie ein mobiles MRT haben, mit dem Sie quasi durchs Kinderzimmer, sage ich mal, oder auf der Intensivstation fahren. Und ich glaube, in Europa, so wie ich gelesen habe, gibt es das noch in London, aber sonst ist das quasi einmalig. Was genau schauen Sie sich mit dieser Bildgebung an, mit dem MRT? Ich kenne das auch wieder nur von den Erwachsenen und von den Erwachsenen-Notfällen, die ich quasi in den Schockraum bringe. Wofür verwenden Sie das MRT konkret? Ja, also
MRT denkt ja jeder erstmal an abgeschirmter Raum, Riesenmagnet und irgendwie alles, jede Münze muss aus der Hose raus, weil die mir irgendwie sonst irgendwo hinfliegt. Und es gibt ein mobiles Gerät, wo das Magnetfeld eben so niedrig ist, damit, dass wir da wirklich rumfahren können. Also so wie ein Ultraschall, den wir, wir versuchen ja in der Neonatologie alles am Patientenbett zu machen, weil natürlich der Transport dieser ganz kleinen, unreifen Kinder auch aufwendig ist und auch für das Kind ziemlich Stress ist. Und dass wir jetzt wirklich mit dem Gerät zum Patienten fahren können, ist der Wahnsinn. Und wir gucken uns an, wie wächst das Gehirn eigentlich? Also das heißt, wir machen viel Intensivmedizin, wir geben natürlich auch viele Medikamente, die vielleicht nicht so gut sind für das Hirnwachstum, und das können wir damit sehen. Wir könnten theoretisch jeden Tag ein Bild machen vom Gehirn. Das macht natürlich keinen Sinn, aber jede Woche, jeden Monat, um zu sehen, okay, das, was ich mich hier eigentlich frage, ist dann, wie können wir unsere Therapie optimieren? Also was können wir besser machen, damit das Kind und das Hirn gut wächst? Damit quasi die, ja, das Outcome der Kinder, die bei Ihnen auf Station sind, langfristig natürlich besser werden. Und gerade Gehirn haben Sie angesprochen. Davor haben wir über Sauerstoffmangel gesprochen während der Geburt oder kurz vor der Geburt. Können Sie das nochmal konkretisieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie entsteht das überhaupt, dass es zum Sauerstoffmangel kommt? Was passiert da während der Geburt? Haben Sie vielleicht auch ein typisches Beispiel, wie so ein Ablauf ist, wo Sie wissen, deswegen kommt es zum Sauerstoffmangel gerade? Also der häufigste Risikofaktor ist das Unerwartete, muss man ehrlicherweise sagen. Also in den fast allen Fällen gibt es vorher überhaupt kein Anzeichen dafür, dass sowas passieren kann. Das heißt, die Schwangerschaft läuft ganz normal. Die Mutter geht ganz normal, bekommt Wehen, geht vielleicht nochmal zu Hause in die Badewanne und geht dann irgendwie ins Krankenhaus im besten Fall, um ihr Kind zu bekommen. Und das ist ein unerwartetes Ereignis. In den meisten Fällen kommt es zu einer vorzeitigen Ablösung der Plazenta. Das heißt, der Mutterkuchen, der das Kind versorgt, erreicht irgendwann ja auch seine Kapazität und kann das Kind auch nicht mehr so optimal versorgen. Jetzt kommt dann diese starke Wehentätigkeit dazu. Und manchmal löst sich die Plazenta vorzeitig und das Kind ist dann eben gefährdet, nicht mehr, für entweder wirklich gar nicht mehr oder nur noch ganz gering mit Blut und Sauerstoff versorgt zu werden, und dann zählt jede Minute. Ne? Und dann ist es natürlich am besten, wenn man in der Klinik sich befindet, weil die Geburtshelfer und die Hebammen das relativ schnell rauskriegen und dann ein Notkaiserschnitt gemacht wird und dann, wie gesagt, zählt jede Sekunde, und das ist eigentlich auch der Hauptrisikofaktor. Praktisch diese nicht mehr gut sitzende Plazenta, die sich dann eben ablöst. Und weil Sie das gerade erwähnt haben, jede Sekunde zählt, das kenne oder erlebe ich ja selber als Notarzt auch. Das ist ja sozusagen das, wovor ich als Notarzt draußen den Horror sozusagen habe. Welches Zeitfenster hat man grob von, man weiß, es gibt so eine vorzeitige Plazenta-Lösung oder man braucht einen Notkaiserschnitt, bis jetzt muss es stattfinden? Am besten so gering wie möglich, ne? Also wir sagen ja, diese Zeit sollte mindestens, also auf jeden Fall unter 10 Minuten liegen. Wir versuchen auch unter 8 Minuten zu bleiben. Häufig geht es ja gar nicht viel schneller, eben weil man das Kind ja da rausholen muss. Ja. Und weil Sie das jetzt gesagt haben, und jetzt stelle ich mir vor, und wir hatten das vorher mal kurz so als Frage, auch Stichwort Hausgeburten, als Neonatologe und auch basierend auf dem, was wir gerade gesprochen haben, welche Sichtweise haben Sie auf Hausgeburten? Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung? Also ich kann vielleicht mal sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass man relativ klare Daten hat dazu, dass die Komplikationsrate bei Hausgeburten höher ist. Und das ist auch das, wie ich natürlich daran gehe. Das heißt, ich persönlich denke, es ist ein Risikofaktor, den man hat, den man zumindest ausschalten kann. Und deswegen würde ich das nicht empfehlen. Dennoch ist es so, dass es eine ganze Menge Hausgeburten gibt, die gut gehen, wenn man kein Risiko in der Schwangerschaft hat und sich dafür entscheidet. Gehen diese, wie gesagt, in den meisten Fällen gut. In den paar Prozent, wo es nicht gut ist, ist es eine Katastrophe. Und wenn jetzt konkret Ihr bester Freund Ihnen mitteilt, dass er mit seiner Frau eine Hausgeburt plant, was würden Sie ihm mitteilen oder wie würden Sie damit umgehen, wenn er trotzdem ihm das jetzt sagt und sie abends beim Bier zusammensitzen und das besprechen? Ja, dann würde ich versuchen, ihn darüber aufzuklären, was das Risiko natürlich ist. Die Leute entscheiden sich ja bewusst dazu. Und wie gesagt, mit einer guten Vorplanung und einer guten Besprechung mit der betreuenden Hebamme dann
bleibt ein Restrisiko, aber das ist vielleicht auch ein gewisses Lebensrisiko. Mhm. Weil wir das jetzt gerade auch schon haben, davor haben wir viel Medizinisches gesprochen, jetzt so ein bisschen auch Stichwort Kommunikation. Mhm. Gerade wenn es auch zu diesem Sauerstoffmangel kommt während der Geburt, Kommunikation ist ja auch mal sehr wichtig. Wie wird mit den Eltern da kommuniziert? Also wie erfahren die Eltern davon, was jetzt passiert ist, mhm. wie es weitergeht? Das sind ja auch bestimmte entscheidende Momente dann. Haben Sie da ein bestimmtes Vorgehen, ja. auch Hinweise vielleicht an Kollegen, die in ähnlichen Situationen sein könnten? Es ist ja immer eine Extremsituation. Das heißt, das ist auch für uns eine Extremsituation. Man wird meistens ist das ja, endet das in einem Notfallszenario. Das heißt, man wird zu einem Notfall gerufen, Notkaiserschnitt und man fragt, was ist los? Und man sagt, dass der Geburtshelfer schreit einem nur zu, irgendwie da mhm. die Herztöne sind weg, so ungefähr. Kommen ganz viele Menschen, ne? Da kommen ganz viele Pflege, Ärzte, Anästhesie, irgendwie die Chirurgen natürlich, also die Geburtshelfer, wir. Und dazwischen sitzen irgendwie zwei Leute, die Eltern sind und für die ist das wie so ein Wirbelsturm, der mhm. über die reinbricht. Und wir sind natürlich, das Kind kommt raus, dem geht es schlecht. In vielen Fällen müssen diese Kinder reanimiert werden nach der Geburt. Und auch wir sind gestresst natürlich, ne? Weil wir trainieren natürlich diese Szenarien immer wieder, aber es bleibt auch für uns ein Notfall. Und für die Eltern muss man sich vorstellen, das Kind wird da denen weggenommen und dann sehen die das erstmal vielleicht ein paar Stunden nicht mehr. Mhm. Wir versuchen so schnell wie möglich einen abzustellen aus dem Team, der mit den Eltern kommuniziert und die so ein bisschen up-to-date zu halten, was passiert mit dem Kind und was wir auch machen. Die Mutter hat meistens einen Kaiserschnitt gekriegt dann in so einer Situation, der geht es nicht so gut, die kann nicht direkt zum Kind. Wir versuchen aber dann, den Vater oder den Angehörigen, der dabei ist, zu motivieren, mitzukommen. Ja. Und das ist der Tipp, den ich geben kann. Wenn es geht, jemanden aus dem Team abzustellen, und das kann der unerfahrenste Mitarbeiter sein, der sich so ein bisschen den Eltern annimmt, um dann die auch mitzunehmen und die so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was passiert mit dem Kind. Und in dem Zusammenhang dann auch, wie gehen Sie mit der sehr wahrscheinlichen und auch absolut berechtigten Frage der besorgten Eltern um, wird mein Kind nun behindert? Das werden bestimmt viele oft so fragen. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie dann? Am Anfang besteht erstmal die Frage, wird mein Kind überleben? Also das ist die erste Frage, die uns stellen. Und wir sind ganz ehrlich zu den Eltern. Also in den meisten Fällen wissen wir es ja nicht. Die Eltern wollen von uns ja meistens nach einer Stunde wissen, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Und wir müssen natürlich, das ist ja wie ein großes Puzzle, wir müssen einzelne Puzzleteile zusammenpacken, Diagnostik machen, mobiles MRT machen, wo wir das Hirn auch angucken können, was passiert. Und nur dann können wir auch eine Aussage treffen. Die Eltern sehen meistens, wie schlecht es den Kindern geht. Die sehen die ganze Maschinenmedizin, die wir auffahren, die ganzen Medikamente. Und wir versuchen, wirklich einen ehrlichen Kontakt mit den Eltern zu halten. Es bringt nichts für das Vertrauensverhältnis mit den Eltern auch langfristig, wenn man sagt, ja, wird alles gut, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja, das Thema, man hört und ja, kriegt mit, das ist sehr herausfordernd, sowohl aus medizinischer Sicht. Ich habe ja gesagt, mein Eindruck, wenn ich bei Ihnen auf der Intensivstation bin, ist so, das ist das, wo ich für mich selbst medizinisch sozusagen total überfordert bin, weil ich es halt gewohnt bin, am Erwachsenen was zu machen. Mhm. Und 500, 600 Gramm schwere Neugeborene ist sozusagen was ganz anderes. Gleichzeitig auch der Umgang mit den Eltern, mit den Angehörigen, was Sie gerade geschildert haben. Rückblickend noch, ich habe so 2-3 persönliche Fragen, die mich interessieren. Was würden Sie rückblickend vielleicht beruflich anders machen heute, wo Sie 20 Jahre in den Job schon sind? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was anders machen würde. Ich habe mich relativ selbst sehr schnell entschieden für die Neonatologie und hatte auch das Glück, dass ich schnell da gelandet bin und wusste irgendwie, das ist die Medizin, die ich gerne machen will. Mhm. Und ich glaube, ich würde es einfach wirklich wieder so machen. Mhm. Und dann vielleicht interessant, welchen Rat würden Sie jungen Studierenden, jungen Assistenzärzten, die bei Ihnen sind, mitgeben aus Ihrer Erfahrung jetzt? Ich würde, glaube ich, sagen, hungrig zu bleiben. Also praktisch motiviert zu bleiben, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man kann vielleicht, sondern irgendwie auch sich fortzubilden, zu lesen, Podcasts zu hören. Mhm. Ja, mittlerweile ist es ja ein ganz anderes Medium. Das heißt, muss sich ja keiner mehr irgendwie in eine Bibliothek setzen und ein Buch
sich angucken, sondern es gibt viele Möglichkeiten und sich weiterhin zu informieren, sich auszutauschen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste irgendwie, dass man auch Erfahrungen, auch emotionale Erfahrungen mit den anderen austauscht, bespricht. Denn nur so kriegt man, glaube ich, den besten Weg hin. Ja, wunderschön, sehr interessanter Podcast. Wie gesagt, das Thema super, sehr, sehr spannend. Abschließend noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer betreffend auf das heutige Thema. Ja, welchen Tipp würden Sie denen mitgeben? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, haben Sie keine Angst. Die Frühgeburtlichkeit ist wirklich was Seltenes und noch viel seltener ist, dass Sie Angst haben müssen, dass Ihr Kind einen Sauerstoffmangel im Rahmen der Geburt kriegt. Die Schwangerschaft ist eigentlich was Schönes. Ernähren Sie sich gut, kümmern Sie sich gut um sich und genießen Sie es. Und haben Sie, wie gesagt, keine Angst. Und wenn ja, dann sind wir für Sie da. Ja, vielen Dank für Ihre wertvolle Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe sehr, dass Ihnen der Videopodcast gefallen hat. Gerne teilen Sie den Podcast und gerne schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.